Hallo und herzlich willkommen bei den Haas Steuernachrichten. Heute mit einem Urteil zu den Freibeträgen im Erbschaftssteuerrecht, der Umsatzsteuerbefreiung für Museumsführer und Energiepreispauschale bei Minijobbern. Im vorliegenden Urteilsfall ging es um die Frage, ob der persönliche Freibetrag mehrfach zu gewähren ist. Vorliegend hatten die beiden Großeltern der Klägerin Karin beide jeweils die Tante von Karin als Vorerbin und Karin als Nacherbin eingesetzt. Nach Ansicht des BfH steht Karin auch bei mehreren Nacherbschaften nur einen Freibetrag zu. Erbschaftssteuerlich erbte zunächst die Tante jeweils von Karins Großeltern. Bei Eintritt der Nacherbfolge, als die Tante verstarb, fingiert das Erbschaftssteuerrecht einen Erwerb vom Vorerben. Das heißt, Karin erbt das gesamte Vermögen von der Tante und dementsprechend wird der Freibetrag nur einmal gewährt. Der BfH hat entschieden, dass die Leistungen eines Museumsführers steuerfrei sein können. Voraussetzung dafür ist, dass es sich um Umsätze staatlicher Museen sowie gleichartiger Einrichtungen handelt und eine typische Museumsleistung vorliegt. Die Steuerbefreiung für Museen gilt auch für gleichartige Einrichtungen, wenn die zuständige Landesbehörde bescheinigt, dass sie die gleichen kulturellen Aufgaben wie Museen erfüllen. Sowohl dem Museum als auch dem Museumsführer lagen in unserem Fall derartige Bescheinigungen der zuständigen Landesbehörde vor. Steuerfrei sind allerdings nur typische Museumsleistungen mit Kulturbezug. Bei einem Museum, das nur in Begleitung eines Gästeführers besucht werden darf, gehört die Begleitung der Gäste zu den typischen Museumsleistungen. Damit waren die Umsätze des Museumsführers im Urteilsfall steuerfrei. Das Bundesministerium der Finanzen hat mit den obersten Finanzbehörden der Länder FAQs zur Energiepreispauschale abgestimmt. Es werden Praxisfragen beantwortet, unter anderem zur Anspruchsberechtigung, zur Festsetzung mit der Einkommensteuerveranlagung, zur Auszahlung an den Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber, zum Einkommensteuervorauszahlungsverfahren und zur Steuerpflicht. Nach dem Steuerentlastungsgesetz 2022 haben auch geringfügig Beschäftigte mit 2% Pauschalversteuerung, also Minijobber, einen Anspruch auf die Energiepreispauschale. Die Pauschale ist für Minijobber steuerfrei. Um die Mehrfachgewährung der Pauschale bei mehreren Beschäftigungsverhältnissen zu vermeiden, muss der Minijobber seinem Arbeitgeber schriftlich bestätigen, dass es sich um das erste Dienstverhältnis, also um die Hauptbeschäftigung, handelt. Das war's für heute. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. In der Zwischenzeit besuchen Sie doch gern unsere Social-Media-Kanäle. Tschüss und genießen Sie die Sonne.